Yep, let's go. Und weiter geht's. Schneebedeckter Berg. Waren wir da nicht schon? Das kommt mir bekannt vor. Jetzt gehen wir noch, wann gehen wir nochmal zurück? Gehen wir noch nicht dran? Ich auch nicht. Egal, runter mit uns. Okay, Eiszapfenhöhle. Ich glaube, die hellen Seiten haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir uns auch mal in die dunklen Sachen wagen. Oha, jetzt wird es schlittrig. Ja. Ach du Schreck. Müssen wir mit Gumba mal drüber. Mit den Weihnachtsgumbas. Ein Gumba klappern. Der rutscht hier nicht so aus. Okay, Vierer brauchen wir, um da drauf zu landen. Kommst du noch mit? Ich geh mal rüber. Sehr schön, da sind wir zu viert. Können wir hier die Münzen einsammeln. Oha. Also hier mal entlang. Sehr schön. Extra Mode freigeschaltet. Vorsicht, Eiszapfen. Stapelig. Und weiter geht's. Ach du Schreck. Sind jetzt hier lang oder was? Sieht mir fast so aus. Mario ist jetzt natürlich wieder rutschig. Hier wieder ein paar Gumbas kapern. Bauen wir vielleicht irgendwo vor. Ja, das ist jetzt natürlich schlecht. Nur zwei Gumbas schaffen wir das dann nicht so weit hoch. Wir hätten die anderen Gumbas noch mitnehmen können. Da müssen wir mit einem Gumba drum hin. Da drüben ist der Gumba-Turm. Ach, egal. Lassen wir ihn der Münzen erstmal aus. Wir haben schon 13. Okay, und jetzt hier. Hier sehe ich Münzen. Und das können wir holen. Okay. Fürs Outfit reicht's. Hier gibt's noch Münzen. Okay, das ist das Höchste. Hier geht's am weitesten hoch. Vielleicht sollte man hier mal gucken. Nee. Nicht. Was ist das Rätsel hier? Hm. Ah, okay. Die Platte ist hier fest. Die muss
kann losgelöst werden. Ganz genau. Da geht's weiter zum nächsten, zum Mond. Sehr schön. Ein Mond für dich, die ist das Eiszapfenhindernis. Da war es noch ein Hindernis bis zum Bosskampf. Und noch ein Hindernis zu meistern. Da haben wir das große Hindernis, was sich Bosskampf nennt. Und erstmal hier hinein. Ne, da waren wir doch gerade eben. Die andere Richtung. Können wir die eigentlich kapern? Ne, scheinbar nicht. Okay, hier waren wir glaube ich noch nicht, oder? Habe ich jetzt wieder einen Dreher drin. Will ich ganz sehen. Ich hab einen Dreher drin. Bin im Kreis gelaufen. So, jetzt aber. Bin gerade durch. Und hier entlang. Das sieht schon besser aus. Windige Höhle. Ja, besser sieht das nicht aus, aber. Oh Gott. Was tun wir hier? Ach, den Kollegen müssen wir hier kapern. Das ist eigentlich ein Wirbelwinden kapern, oder? Ist das falsch? Wir haben eine Mütze auf, die lassen sich nicht kapern. Oder doch? Nein. Können wir die Gegner loswerden? Dann können wir noch weiter. Und zu Schreck. Ach du Schreck. Verstehe. Können wir den Kollegen ausschalten, mit dem die Mütze abmachen, damit wir hier durch können? Ich kann mal stärker pushen, das bringt jetzt aber hier noch relativ wenig. Was das wir jetzt mal unsere Kontrolle gesetzt haben. Und hier, puh. Weg mit dir. Oh nein. Das müssen wir irgendwie außer Kontrolle. Okay. Sehr gut. Geht's bestimmt hoch. Egal. Es war hier lang. Oh nein. Schon wieder von vorne. Gab hier noch keinen Checkpoint. Okay, sehr grausam. Okay, na komm jetzt hier. Gehen wir uns. Wegpusten die Gegner.
Und zack, den Boosterwind hier. Das ist bestimmt auch Boosterwind. Das habe ich mir noch nicht ausgedacht. Und dann den hier vorbei. Den Kollegen ausschalten. Lassen wir euch weg. Ach, die können wir auch schlucken. Die können wir wegmachen hier. Sehr schön, dass der Mond viel mit uns. Zack, die sehr schön Rätsel gelöst. Das Sturmhindernis. Und da ist der Weg nicht mehr versperrt. Der Schlotter Grand Prix. Okay, auf geht's zum Schlotter Grand Prix. Was auch immer das heißen mag. Auf zur Rennpiste. So, wir holen jetzt erstmal hier passende Klamotten rein. Wenn wir schon mal hier sind. Gleich umziehen. Sehr schön. Passend winterlich gekleidet. Und geht's weiter. Zur Rennpiste. Grand Prix. Okay. Schneeflockenpiste. Können wir das Rennen leider. Wir können das Rennen leider nicht starten. Es fehlt ein Athlet. Okay. Was mit euch? Wo kriegen wir einen Athleten her? Wir benötigen noch einen weiteren Athlet, um das Rennen zu starten. Kommen wir unseren Capture. Geht's wieder hoch. Und ja, genau. Und wieder runter. Wir müssen noch einen Athleten überzeugen, bevor wir den Wettkampf starten können. Vielleicht einmal hier entlang. Was ist denn mit dir los? Rennen? Nein, ich will nicht. Die anderen sind alle Vollprofis. Da habe ich nicht die geringste Chance zu gewinnen. Wenn nur jemand an meiner Stelle antreten würde, dann wäre ich aus dem Schneider. Ich trete auf keinen Fall an. Ich bewege mich keinen Millimeter hier von mir weg. Oh, ich trete doch an. Okay, captured. Gekapert. Und schon tritt er an. So sieht's aus. Neuen Mut gewonnen. Von uns. Ja. Brainwashed wird. Okay, der Athlet ist da. Let's go. Und endlich, jetzt können wir das Rennen starten. Die Zuckergusstorte wurde gestohlen. Darum gibt es für den Gewinner einen Multimod als Preis. Ist bereit für das Rennen? Let's go. Wir können es nur versuchen.
Seinem letzten Rennen ist eine Weile vergangen, darum beginnen wir mal mit dem Trainingsrennen. Zu freundlich. B, springen und Training beenden. Lieber. Oha, okay, ja, das könnten wir. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Dass wir nicht im Schnee stecken bleiben. Gut, dass wir das Training haben. Ein Jump and One ist das. Ich denke mal, dass wir jetzt für das Rennen bereit sind. Naja, müssen wir noch hier ein bisschen eine Runde. Noch wieder Mario Kart, drei Runden hier. So, es wird im Rennen dann nicht passieren. Eine Runde gönne ich mir noch. Die Mitkämpfer werden wahrscheinlich auch nicht schlecht sein. Wenn ich im Schnee feststecken. Das sind trainierte Flüssels. Okay. Rennen antreten. Schlotter Grand Prix. Schneeflocken, Piste Klasse A. Na dann. Na, mit dem Mario bin natürlich ich. Und los, das hüpft. Die werden es mir nicht leicht machen. Ja, natürlich drei Runden, dachte ich mir schon. Ja. Noch geht's hier. Ich muss natürlich Erster werden. Das könnte schon Umstände machen. Wir zu oft im Schnee feststecken. Momentan sind wir Erster. Da sind wir schon Zweiter und Dritter. Also hier, in der dritten Runde müssen wir mal ein bisschen Anstrengung. Naja, das war jetzt als Zweiter. Dritte Runde. Also ein bisschen Kontenance. Oh nein. Das sollte eigentlich nicht passieren. Na komm, ins Ziel. Zack, sehr schön. War doch machbar. Multimodus unser. Was ein unglaubliches Rennen. Man konnte dich fast nicht erkennen. Du bist. Du Überschallschneeball. Der Multimond ist unser Preis für den ehrenhaften Gewinner. Ein etwas spaßiger Bosskampf. Aber ja, holen wir uns ab. Auf den Siegertreppchen. In einem fairen Wettkampf. Haben wir in uns erstritten. Schlotter Grand Prix. Haben wir schon genug für die Odyssee? Können wir weiter reisen? Können wir aus der Eiseskälte hier verschwinden? Oh, wir werden zurück teleportiert. Ich wollte eigentlich noch was ausprobieren. Haben wir denn genügend Sterne? Scheint so. Ich wollte eigentlich, die Sonne scheint wieder, okay. Ich wollte noch kurz. Den können wir jetzt bestimmt noch kapern. Und auch nicht. Oha. Ja, wir haben genug Multimonde, aber ich wollte hier nochmal die Sonne genießen. Eine Eislandschaft. Die nochmal reinhüpfen. Oder gibt's noch Monde zu kriegen. Ich wollte nochmal Tschüss sagen. Das auch, aber ich wollte hier nochmal reingucken. Hier. Na komm.
kann mich daran erinnern, dass da noch ein Mond auf der Kuppel gab. Ist da doch noch eine Möglichkeit gab, auf die Kuppel hochzukommen. Und wurde es mittlerweile gefixt, dass man da nicht mehr raus kann. Wahrscheinlich. Dann ist da oben kein Mond mehr. Und da gibt es den schon, aber man kommt schwerer ran. Okay. Können wir den Sprungbrett benutzen? Nur eine Idee. Nein, gut. Dann reisen wir durch erstmal weiter. Wir können später nochmal vorbeikommen. Später nochmal Monde sammeln. Wenn wir sie mal brauchen. Erstmal würde ich die ganzen Gebiete beenden. Story-technisch fertig machen und dann können wir weiter gucken. Gibt es noch Noten und so weiter? Ganz interessante Sachen. Noch ein paar Schneeflockenmünzen. Auf zur Odyssee. Das können wir auch abkürzen. Das Odyssee wollte ich. Die ist hier. Vergibt. So, dann schauen wir mal. 10 Monde haben wir voll. Orange Monde in der Eislandschaft. Wenn sie blau wären, wäre es ja auch viel zu kühl. Das ist ja schön. Wir haben Bowser zu besiegen, wir müssen hier langsam mal weiter. Wir können später noch zurückkommen. So, na dann, weiter geht's jetzt im Schlemmerland. Auf geht's. Aufbruch mit Odyssee. Raus aus der Eiseskälte hier. Stuf. Und weiter von durch die Wolken. Die Odyssee wird immer, der Ballon der Odyssee wird immer größer. Die Odyssee wird immer bunter, weil wir es immer mit meinen Stickern mitgeben. Hurra! Ja, laber. Alles klar. Die Spieletipps. Den schenken wir uns erstmal. Das Schlemmerland oder auch die Schmausspitze. Na, ja, das sieht ja lecker aus. Die Noodles als Vorkoster. Na wohl, sieht ein bisschen donner süß aus. Also doch nicht ganz so lecker. So, wir sollten jetzt mal umziehen gehen. Als allererstes eine kleine Modeschau machen. Jetzt hier im Winter, in den Winterklamotten, sind wir hier nicht mehr angemessen gekleidet, würde ich sagen. So, was ziehen wir an? Hier einen Sommerhut. Was zu futtern kriegen wir? Kochanzug haben wir, das etwas in der Art hier. Fiesta.
Ja, hier schön. Bereit fürs Buffet. Im Urlaub an der Minibar. Bereit fürs Buffet, auf geht's. Das sieht hier richtig wie ein Tourist aus. Passt doch. Mit Hawaii-Hemd und Sombrero. Das ist der typische Tourist Mario. Oh, hier. Kochkompass. Und gleich getroffen werden. Okay. Mit dem Goomba kommen wir da, glaube ich, nicht rüber. Und das müssen wir noch hier erreichen. Die Zuckerberge. Verdammt. Ich hier gerade mal gekillt worden. Was ein Mist. So, wir müssen hier einen von euch kapern. Verdammt. Da würde ich einen Turm daraus machen. Das wäre ein großer Turm geworden. Hätte werden können. Oha, heiße Tomaten. Lecker. Ich mag heiße Tomaten. Tomaten generell. Aber das heiße Tomaten beim Essen mit der Tüte. Ich schmecke es gerade. In diesem Moment, wenn ich das nur sehe. Heiße Tomaten sind das leckerste überhaupt. Das ist überhaupt genial. Heiße Tomaten. Ich habe schon Abendbrot gegessen. Das ist jetzt hier wieder hungrig werden. Ich bin satt. Eigentlich. Maiskolben. Oh Mann. Nicht umsonst Schlemmerland hier. Und bis auf so ein paar hier die süße Brühe und so. Ja gut, das ist jetzt hier mit dem. Das ist dumm gelaufen. Und Madame Goomba können wir jetzt hier nicht mehr befreien. Es sei denn, die sind respawned. Wieder zurück. Mal neue Goombas holen. Das ist aber ein heftiger Parcours. Das dann mit den Goombas zu bestehen. Achtung, heiße Tomate. Tja, du willst da ohne reinkommen. Das ist heiß. Verdammt. Ich darf hier nicht Platz trampeln. Reichen denn drei oder müssen es vier sein? Für den Goomba-Turm. Wir können es hier mal ausprobieren. Achtung, nicht in die heißen Tomaten reinrennen. Dann komm hier rüber. Vielleicht reicht's ja. Huha. Nein, das reicht nicht. Oh Mann. Ach du Schande. Wir brauchen wirklich noch einen vierten. Müssen wir nochmal rüber, ob wir das schaffen. Da sind jetzt neue gespawnt. Möglich ist es. Und da geht es dann weiter auf dem Felsen. Verdammt! Wir sterben. Die Münzen bringen hier leider keine Heilung. Na komm, jetzt hier ein bisschen Concentration. Das erste Rätsel im Schlemmerland kriegen wir doch gelöst. Sehr schön. Das ist doch den ersten Mond für, oder? Ja, sehr gut. Ein blauer Mond im Schlemmerland. Ein hellblauer. Man könnte fast Zyran sagen. Nicht mehr fast. Romanze inmitten der Lava. Da haben wir unseren ersten Mond verdient. Hurra. Ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Oha. Sind die mit draufgekommen? Schande. Weg seid ihr. Mit euch.
heiße Tomaten vorsehen. Und jetzt geht's hier über die Brühe. Bewegt er sich noch oder? Achso, den Kollegen müssen wir hier mal steuern. Sehr schön. Und hier geht's weiter. Oha, schon mein Bruders. Die Bruders. Müssen wir jetzt einen von euch bekämpfen? Waha! Wir haben echt tonnenweise Schlemmereintopf für das Hochzeitsessen der Chefs mitgehen lassen. Ich werde mich auch noch einen Nachschlag für den Weg mitnehmen. Aber Angst, wenn ich mit dir fertig bin. Waha! Bosskampf! Waha! Bist du ein Tod oder was? Ein Todfresser. Na komm, den kriegen wir schnell erledigt. Müssten wir dem nur noch auf die Mütze springen. Keine Schwierigkeit bisher. Okay, hier geht's im Herz, das ist gar nicht so übel. Nehme ich mit. Hut ab. Oha, 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 oha. Vorsehen. So, das nächste gereicht. Einmal müssen wir noch. Oha. Vorsichtig! Mario. Ein Herz. Er spuckt wieder Lava. Das hätte ich, nicht Lava, sondern Stein. Das hätte ich wissen müssen. So, besiegt. Gar kein Hindernis. Ein bisschen Herausforderung schon, aber das kriegen wir auch hin. Klein bisschen Herausforderung. So holen wir uns den Stern, den Mond. Ein Mond für dich, die Budels als Vorkoster. Stern Nummer 2 im Stämmerland. Juhu. Unter den Käsefelsen geht's dann bald weiter.